So, wir sind wieder da, Freunde. Wahnsinn, Wahnsinn, was wir das letzte Mal alles erfahren haben. Unsere Eltern sind nicht unsere Eltern. Die haben uns nicht geliebt. Wir sollen Piraten finden, wir sollen auf die Insel, wir sollen den Kapitän finden. Wir haben so vieles zu tun. Wir sollen mit allen reden, damit wir Quests bekommen. Und den Marktplatz sollen wir aufbauen, wieder die Stadt wieder zu Leben erwecken, damit Touristen kommen, etc. Puh, das ist echt der Wahnsinn. Ich würde sagen, als allererstes ballern wir uns eine Kokosnuss rein, wir haben Durst. Und dann haben wir Hunger. Was könnten wir denn essen? Kann man einfach Fett essen? Nein. Wir haben Hunger. Würmer? Auch nicht. Wir haben nichts zu essen, ne? Wir brauchen Äpfel oder sowas. Ein Ozean, da müssen wir finden, jemanden, der die Angelegenheit. Ja, wahrscheinlich der Kapitän. Aber haben wir nicht schon jemanden gefunden, der es machen könnte? Ich möchte um diese Zeit niemand stören. Ja, okay, dann können wir eigentlich wieder zurückgehen. Dann können wir zurückgehen, gucken, dass wir noch was zu essen organisieren. Ich weiß halt nicht, wo der Pop ist. Der Pop. Was gibt's denn eigentlich hier unten? Das ist ja nicht der Pop. Da wohnt einfach nur unser Kumpel. Ne? Da können wir nichts machen. Ich habe halt auch nichts gesehen, was jetzt so bartechnisch darstellt, irgendwie. Hier können wir auch nochmal rein. Hallo, können wir mit dir reden? Monsieur? Okay. Schlaf gut. Ja gut, dann würde ich halt sagen, gehen wir zurück. Wir haben. Ist das der Pub? Oh, das ist der Pub. Ja, aber da ist kein Mensch da, keine arme Seele. Niemand. Einfach niemand hat Bock. Bis sie daheim sind, ist schon wieder morgens. Fuck. Das hat echt viel Zeit gekostet, mit ihr zu reden, mit der Ältesten. Holy shit. Holy shit. Ja, dann gehen wir erstmal zurück. Gehen wir erstmal. Ich bin hier falsch gelaufen und habe keine Ausdauer mehr. Das war auch blöd. Ja, okay, Kokosnuss trinkt man ja nur. Ich glaube, eine Kokosnuss satt macht. Guck mal, wir haben keine Ausdauer mehr. Lalala, wir betrachten die Sternenhimmel. Okay. Jetzt haben wir auf einmal wieder ein bisschen Ausdauer dazugekommen. Was ist denn passiert? Wir haben 3:30 Uhr und wir sind immer noch auf den Beinen. Und wir haben Hunger wie Sau. Fuck. Holzklotz. Am liebsten, wenn man Apfel oder so. Oh, wenn man vom Apfel spricht. Aber ich brauche noch mehr. Ich weiß nicht. Wir haben ja alles weggeworfen, ne? Wie Esel. Ja, okay, aber Apfel gibt. Ja, gibt nicht gerade das Krasseste an Leben zurück. Aber damit können wir erstmal arbeiten. Freunde, wie in schönen freien Tagen, schön um 4:30 einfach ins Bett gehen. Holy shit. Holy shit. Wie sieht's hier aus? Ja, geil. Ich sage euch, wie es ist, so ein Springer wäre schon cool. Aber bis wir das machen können, müssen wir wahrscheinlich erstmal so alles leveln oder uns leveln, etc. Ja, perfekt. Es wird einfach schon morgens und wir sind immer noch auf den Beinen. Ich würde sagen, zu wenig Wasser. Fuck. Gibt es hier irgendwo einen See oder sowas? Oh, da ist doch Wasser. Nee, hä, es sah aus wie Wasser. Ah, hier unten ist Wasser.
Die Gießkanne wird gefüllt. Okay, jetzt müssen wir hier nochmal gießen. Und die zwei unteren. 25% und Fuffi. Ein Ozean der Möglichkeiten. Finde jemand, der die Anlegestelle repariert. Das heißt, wir haben halt 6 Uhr, Dicker. Wir haben 6 Uhr. Können wir irgendwas Geiles noch bauen? Ja, okay. Oh. Mitarbeiterturm. Was brauchen wir eigentlich für Ziegel? Würde mich jetzt mal interessieren. Stein und Feuerholz. Könnte man doch eigentlich nebenbei so aus Fun machen, oder? So ein bisschen jetzt, bis die halt aufstehen. So um 12 war das ja, glaube ich. Dann würde ich einen Kapitän suchen. Dann machen wir ein bisschen Feuerholz. Okay, nice. Und Stein brauchen wir. Wir haben ja, glaube ich, hier nochmal so eine... Ja, genau. Oh, wir haben was im Briefkasten. Da werden wir gleich reinschauen. Hä, aber wann war der Mann da? Niemanden gesehen. Hallo, ich weiß, dass du neu hier bist. Ich möchte dir das mal an den Sachen... Einige Sachen über diese Stadt schreiben. Ich hoffe, dass du dich in deinem neuen Zuhause eingelebt hast. Jeden Monat findet hier mehrere Veranstaltungen statt und außerdem werden die Leute jedes Jahr älter. Ich würde dir raten, dir die Geburtstage der Stadtbewohner zu merken, damit du hier schnelle Freunde machst. Hahaha. Wenn du an dieser Event teilnehmen willst, musst du nur ins Stadtzentrum gehen und mit dem großen leuchtenden Symbol dort interagieren. Ich hoffe, dich dort zu treffen. Hat heute irgendjemand Birthday oder so? Nee, erster Ding. In 2 Tagen. Am 6. Das müssen wir uns merken. Oh, noch was? Ja, wenn ich schon daran erinnere, dass mein Laden jeden Morgen geöffnet ist. Komm vorbei, wenn du etwas kaufen willst. Mein Angebot ändert sich jeder Jahreszeit. Und ich kann dir Sachen abkaufen, wenn du auch nicht für den vollen Preis dafür. Bin ich viel zu arm. Wiedersehen. Ein Händler in der Stadt. Okay, wir haben den Stein gesammelt. Wir könnten Ziegelsteine nicht machen. Wir brauchen Feuerholz. Okay, wie viel können wir machen? Holy shit. Können wir wirklich so viele machen? Digga. Lass mal... 21 können wir locker machen, oder? Ja. Ich würde auch Desi vielleicht abmachen dann, Alter. Ja. Ja, anfangen nebenbei vielleicht so ein bisschen die Hütte zu machen, oder? Ja, mit dem Hammer geht's nicht ab. Geht's mit der Axt ab? Meine Taschen sind voll wie immer. Tasche, Tasche voll. Holzkohle. Ein Holzklotz. Was für Holzkohle, du Eierkopf. Ist es noch gewässert? Müssen wir kurz mal abchecken. Ja, ist noch gewässert. Guck mal, wir haben so viel Stuff hier rumliegen. Und ich bin müde. Fuck. Okay, lass mal 3 Stunden pennen. Und dann abwerfen. Machen wir hier mal wieder ein bisschen Platz. Da haben wir für 2 Sachen nochmal Platz. Wir haben ja noch keine Truhe oder Kiste oder irgendwas. Und da hinten brauchen wir einen Schlüssel. Das können wir nehmen und dann können wir eigentlich Ziegel machen. So um die 20 Stück, oder? Yes. Geil. Geil, geil, geil. Kupfererz. Okay, wir haben 12. Ich würde sagen, wir jumpen nochmal in die City. Das ist hier eh alles noch am Wachsen. Meine Tasche ist voll. Wir müssen den Kapitän finden. Wo könnte dieser Kapitän sein, dieser Eierkopf?
Das ist eine gute Frage. Die, die, die. Gelände wird geladen. Yeah. Wir besuchen Stadt. Hä? Wer bist denn du? John? Hey, hallo. Ich kann mich nicht erinnern, dich hier gesehen zu haben, aber mein Gedächtnis ist ja auch nicht mehr so gut wie früher. Was kann der kleine alte Mann für dich tun? Ach, nichts wirklich. Ich bin Jersey und bin gerade dabei, alle hier kennenzulernen. Ich bin Jersey, ist alles okay bei mir. Bin einfach nur auf Durchreise. Ich heiße Jersey und bin nur auf Durchreise. Nett, dich kennenzulernen. Entschuldige, ich habe deinen Namen nicht mitbekommen. Schön, das Erste. Ach so, mein Name ist John. Ich bin, wie soll ich sagen, jemand, der gerne ein einfaches Leben führt. Ich kümmere mich nicht so viel über die Dinge des Alltags. Du findest mich in der Nähe meines Zeltes. Ich gehe gerne an den Strand und schaue auf den Ozean. Ist, wenn du mal eine Münze übrig hast, dann weißt du, wo du mich findest. Hahaha. Nettes Gespräch und lass uns irgendwann mal wieder reden. Okay. John ist unser Ghetto-Man, der hier im Zelt chillt. Ehrenbruder John, Alter. Okay, lass uns mal wieder in die Stadt flitzen. Ich muss diesen Kapitän finden. Ist es der gewesen? Weil hier stehen jetzt gerade so ein paar Leute rum. Genau wie die Bücher, die ich lese. Liebe ich Überraschungen. Ich habe nicht erwartet, dich hier zu sehen, aber ich bin froh, dass ich es getan habe. Wie läuft es bei dir, Jersey? Gefällt dir Mannheim? Ich lese auch sehr gern, Samuel. Ja, ich genieße es, Mannheim kennenzulernen, bevor ich mich auf meine Plantage konzentrieren. Ich lese auch sehr gern. Ja, ich bin neu hier und möchte alles über Mannheim erfahren, sodass ich mein Leben hier planen kann. Weißt du, Samuel, Mannheim hat viele interessante Dinge zu bieten, deswegen möchte ich alles erkunden und etwas für mich finden. Rein da. Ja, Erkundung ist immer gut. Ich ziehe es aber vor, viel zu lernen, bevor ich auf eine Expedition gehe. Es ist nicht die endgültige Antwort auf alle Fragen, eher eine persönliche Entscheidung. Jeder Mensch hat. Digga, ich war doch nicht schlimm. Mir gefällt es sehr, wie wir im Gespräch Wissen aus 1000 Jersey. Komm mich bitte oft besuchen. Ja, können wir machen. Hey, Kids. Ah, hallo, du bist es wieder. Mir wurde gesagt, dass du nicht in der Stadt wohnst, sondern auf einer Nagel. Freunde, ich tue die Stimme normal und tue mit den normalen Stimmen lesen, weil mein Hals geht kaputt. Ich war noch nie dort. Wie ist es da? Oh, es gibt nicht viel dort. Schließlich bin ich erst vor kurzem hingezogen. Um ehrlich zu sein, ist es momentan noch ziemlich leer, aber ich habe nicht vor, sie zu lange leer zu lassen. Das ist eine gute Antwort. Du baust also gerne Sachen, ich auch. Wir müssen uns etwas überlegen, was wir dort bauen können. Das würde Spaß machen. Hihihihi. Dich kenne ich noch nicht. Wer bist du? Jo. John. Hallo, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Jordan und ich habe einen kleinen Laden in der Stadt. Du kannst jederzeit vorbeikommen und etwas Schönes kaufen. Ich habe für jeden etwas. Du bist neu hier, was? Ich kenne alles auf dieser Insel. Ich freue mich auch, dich kennenzulernen, Jordan. Ich bin Jersey, ich werde mal in deinen Laden vorbeischauen. Ja, ich bin neu zugezogen. Man sieht sich gleich, dass ich neu bin, oder? Diese Stadt ist einfach zu klein. Ich heiße Jersey, ich würde das Erste nehmen. Plus 5. Schön. Komm vorbei, wenn du etwas brauchst. Ich habe immer gute Sachen im Angebot. Mach's gut, mein Freund. Yeah. Trotzdem müssen wir immer noch diesen Typen hier finden. Hier ist leer, hier ist niemand. Gibt es hier vielleicht irgendwas? Hier gibt es auch nichts. Wo ist der Kapitän? Wo war ich noch nicht? Ich war jetzt schon überall. Ich bin jetzt hier unten gewesen. Okay, wir gehen mal weiter. Wir gehen mal. Hier war sie. Ja, komm, mit ihr können wir jetzt auch mal kurz nochmal reden. Mit Ivy. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du den Eindruck machst, jemand zu sein, der sich um das Land, die Pflanzen, um die Ernte der Früchte kümmern könnte? Nicht ganz, aber jetzt, wo ich hier auf der Insel lebe, bin ich davon begeistert. Ich weiß nicht genau, wie kann jemand so einen Eindruck machen? Das ist toll. Es gibt nichts Schöneres, als die Hände schmutzig zu machen und mit der Natur zu leben. Lass mich wissen, wenn du Hilfe brauchst. Gump einfach. Er hat sich einfach wieder herteleportiert, der Tony.
Hallo Jersey, wie geht's dir? Hast du schon Gelegenheit, jemand aus Mannheim zu treffen? Die meisten Leute sind nett. Auch wenn natürlich jeder seine Persönlichkeit hat, man muss nur mit ihnen umzugehen wissen. Vergiss auch nicht, die Insel zu erforschen. Hey, mir geht es gut, ich gewöhne mich langsam ein. Habe mir ein paar Bewohnern gesprochen, ich freue mich darauf, alle auf der Insel zu treffen. Hey, mir geht's gut und dir? Ja, ich habe ein paar Bewohner gesehen, aber keine Zeit gehabt, mit jemandem zu sprechen. Nö, bei mir ist alles gut, ich kann mich bisher nicht beschweren, ich hatte noch keine Zeit. Nee, nehmen wir das Erste. Du siehst sehr glücklich aus. Ich freue mich, dich in der Nachbarschaft zu haben. Ich würde gerne ein anderes Mal mit dir reden. Ich habe glücklicherweise einen neuen Job, auf den ich mich konzentrieren muss. Ja, wir haben ja eigentlich auch wirklich ja mit denen geredet, den wir jetzt gefunden haben, ne? Nur finden wir Captain nicht, unseren Kapitän. Ich gehe jetzt einfach mal hier. Im Norden die Anlegestelle von Mannheim, im Westen der Leuchtturm, im Osten die Stadt Mannheim. Wollen wir nochmal hier hingehen? Wer bist du? Hey. Halt! Wer kommt da? Wer bist du? Wo kommst du her? Ich bin Jersey und gerade auf die Nachbarinsel gezogen. Bitte, es gibt keinen Grund, warum wir kämpfen sollten. Oh, tut mir leid, mein Name ist Jersey und ich bin gerade auf die Nachbarinsel gezogen. Ich wollte dich nicht erschrecken. Aber hallo, behandelt man hier etwa so seine Nachbarn? Ich bin Jersey und gerade auf der Nachbarinsel gezogen. Könntest du deine Waffe senken? Oh, du bist also der Neuling. Es tut mir so leid. Ich hoffe, du kannst mein Verhalten verzeihen. Ich bin Diana und die Wächterin von Mannheim. Ich weiß, dass diese keine Entschuldigung für mein Verhalten ist, aber ich habe nur versucht, die Insel sicher zu halten. Da wir in letzter Zeit nicht viele Touristen haben, führen Unbekannte, die aus heiterem Himmel aufgetaucht, in der Regel nichts Gutes im Schilde. Nun, ich sollte jetzt weiter patrouillieren. Es ist mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen, Jersey68. Und ich möchte mich noch einmal für mein Verhalten vorhin entschuldigen. Yeah. Anlegestelle von Monem. Okay. Hier ist ein Boot. Können wir das benutzen? Nö. Ey, das ist ein bisschen ärgerlich. Ich finde diesen Captain nicht. Und ich habe keine Schlüssel, ne? Ja, ich brauche einen Schlüssel, um es zu öffnen. Okay. Wo könnte denn dieser Captain sein? Vielleicht im Leuchtturm. Ja, falscher Weg. Ich glaube, wir müssen einmal komplett zurück. Ja. Und dann nach links. Jetzt hier nach links dann. Vielleicht haben wir ja Glück und der Captain ist noch da. Wir haben jetzt 20 Uhr. Was ist das? Grabomon. Oh, perfekt. Oh, ich habe mich voll erschrocken, weil es so laut war gerade in meinem Ohr. Holy shit. Ach du Scheiße. Ich habe mich übelst erschrocken. Der Ton. Oh Mann, Alter. Ja, ich gehe einfach mal kurz zum Leuchtturm. Ja, perfekt. Wo ist denn der Captain? Captain der Stadt. Ich finde einfach den Captain nicht. Und hier gibt's ja nichts mehr. Ja. Ja. Und hier ist Ozean, See, Wasser, was weiß ich. Ja, die Ausdauer ist auch wieder down. Oh, jetzt haben wir noch eine leere Flasche. Okay, der Captain muss irgendwo in der Stadt sein. Wir haben halt jetzt schon wieder 21 Uhr. Die Zeit rennt in diesem Spiel. Die Zeit rennt. Ich bin lost, aber ich war doch fast überall. Ich war in jeder Tür drin und ein paar waren nicht da. Und andere Quests haben wir ja nicht. Das ist. Das war ja die Schule. Ich möchte um diese Uhrzeit niemanden sehen. Aber dort waren wir noch nicht. Stimmt.
Und hier unten in diesen Gebäuden waren wir auch noch nicht. Okay, dann gehen wir nochmal back. So ärgerlich jetzt wieder. Boah, kann man nochmal mit ihm reden? Nee, okay. Ist halt blöd. Eigentlich will ich die Folge erst beenden, wenn wir mit dem Captain geredet haben. Ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal einfach zurück, leg mich auf die Couch, beziehungsweise, ach, ich bin schon wieder falsch gelaufen, beziehungsweise ins Bett. Dann würde ich eventuell nochmal in die Stadt gehen, aber nicht so viel Zeit verschwenden. Und den Captain suchen. Wir gehen dann nochmal jedes Haus durch. Oder muss ich erst einfach Campingnest? Lagerfeuer mit Topf. Cool, ich könnte auch einfach jetzt ein, hätte auch einfach ein Lagerfeuer bauen können. Ah. Gut zu wissen. Ich bin hundemüde. Gehe gleich K.O. wahrscheinlich und schlaf auf dem Boden bestimmt. Okay, Ziegelsteine sind auch fertig. 8 Stunden. Nee, wir machen 7. Die Farm sieht auch noch nicht gut aus. Oh, wir müssen gießen. 100%, geil. Und unsere Taschen sind voll. Ey, wir lassen es einfach nochmal drin und gießen erstmal alles. Shit. Mit Tab ging es, ne? Entdeckte Orte. Wir haben hier hergestellte Gegenstände 62, aber irgendwie. Bioabfall. Aha. Aha. Morgen hat er Geburtstag. Jetzt habe ich schon wieder gedrückt. Fuck. Morgen hat er Geburtstag. Und wir suchen immer noch nach dem Captain. Wahnsinn. Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle. Wahnsinn. Das Wasser ist schon wieder leer. Das ist Wahnsinn. Wir könnten aber morgen wirklich fresh alles verkaufen gehen. Ich würde sagen, wir nehmen morgen alles mit. Und verkaufen Stuff. Dann würde ich jetzt nochmal schnell in die Stadt joggen und diesen verdammten, verfluchten Kapitän finden. Aber warte mal, ganz kurz nochmal back. Können wir nichts bauen? Wir können nichts bauen. Für einen einfachen Herd brauchen wir 20 Siegel. Erforderliche Münzen. Eisenbahn, Klebeband, Packung, Schrauben. Verbesserter Herr. Hier können wir krass. Nicht einfach. Eine Batterie. Hier haben wir einen Holzzaun. Das könnten wir sogar bauen. Verkaufsbude. Brauchen wir Nägel und sowas. Garage, Fahrrad. Geil. Eine kleine Truhe. Das könnten wir jetzt aber wirklich machen. Eine kleine Truhe könnten wir wirklich hinbauen. Hey. Und dann könnten wir einfach mal. Jetzt erstmal das Holz, so Steine, die Würmer, den Stoff, keine Ahnung, die leere Flasche, die wir nicht brauchen. Da würde ich das hier noch rüber machen, das und das. Und schon ist die Tasche voll wieder. Okay, jetzt aber. Jetzt haben wir 9 Uhr. Keine Zeit verschwenden. Nee. Ich will nichts aufnehmen. Ach, perfekt. Aber könnte er auch woanders sein?
Nee, das ist eine Anlegestelle. Die Brücke. Südliche. Aber da kommen wir doch auch nirgends hin. Und hier unten wird ein Kapitän angezeigt. Okay. Ich glaube, wir haben den Captain gefunden. Und wir haben uns einfach nur so dumm, wie wir sind, wieder dumm angestellt. Weil wir einfach dumm sind. Da wird der Captain schon auf der Map gezeigt. Und was machen wir? Richtig, scheiße. Rennen 10 Millionen Mal um die Map und überlegen, wo kommt der Captain? Wo könnte der Captain sein? Wo ist denn eigentlich dieser Fickladen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall verschwenden wir erstmal keine Zeit und reden mit niemandem. Wir rennen einfach straight durch. Mit unseren Schwertern in der Hand. Morgen hat der Alte hier geboren. Ach komm, scheiß drauf. Wir haben ja erstmal einen neuen. Hallo Jersey, danke, dass du mich wieder brauchst. Das tut leider nichts. Jeder, das ist aber okay. Ich verstehe, dass ich bin hier. Und wenn jemand eine Münze oder ein Lächeln für mich übrig hat, dann ist es gut. Vielleicht haben die Leute nichts zu sagen. Ich weiß zu wenig, um mir eine Meinung zu bilden. Ich war nur auf der Durchreise. Es ist nicht das erste Mal. Danke, es ist toll, neue Besucher zu haben. Die Leute sagen, dass es auf der Insel früher von Touristen nur so wimmelte. Je mehr ich mich bewege, desto mehr Almosen kann ich sammeln. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu reden. Cool. Okay, wir müssen nach unten. Wir müssen nach unten. Yeah. Komm, ich rede trotzdem mal mit ihr nochmal. Hallo Jersey, wie ich sehe, trägst du eine Waffe bei dir? Sie ist nicht gerade ideal, aber hier mal ein Anfang, denke ich. Übrigens, hast du irgendwelche Kampferfahrungen? Naja, das ist das, was ich aus dem alten Haus retten konnte. Und das ist besser als nichts, denke ich. Bisher habe ich nur einige wenige Kämpfe hinter mir. Nun, wir müssen alle irgendwie anfangen, oder? Ich habe nicht viel Erfahrung, versuche aber stets meine Umgebung im Blick zu behalten. Nein, ich habe keine, aber ich glaube auch nicht, dass ich sie wirklich brauche, oder? Die Insel ist leer, es gibt dort nichts, also muss ich mir auch. Ich würde das Erste nehmen. Es beruhigt mich, dass du über eine gewisse Erfahrung verfügst. Die Insel ist seit geraumer Zeit verlassen, sodass man nicht einmal weiß, welche Gefahren auf ihr lauern können. Es ist immer wichtig, die Umgebung im Auge zu behalten und bereit zu sein, zu handeln. Besonders jetzt, da es einige Piratenangriffe gegeben hat. Auch vor diesen solltest du dich in Acht nehmen. Es ist wichtig zu wissen, wie man sich verteidigen kann. Und das sollte jeder lernen. Wo sie recht hat sie recht, aber warum macht sie immer. So, wir müssen nach unten. Direkt straight runter. Wir gehen zum Captain. Wir gehen zum Captain und müssen noch ein Stückchen weiter runter. Wir gehen zum Captain, denn wir brauchen Hilfe. Wir gehen zum Captain. Habe ich schon mit ihr geredet? Nein, das ist Elisa. Hallo, ich bin Service und sonst nicht richtig zu sein, was? Oh, entschuldige, ich hoffe, ich störe dich nicht zu sehr. Mein Name ist Jersey und ich bin gerade auf die Nachbarinsel gezogen. Wie ist dein Name? Oh, du willst also hier leben. Mein Name ist Elisa. Ich mag es nicht viel zu reden und ich kenne dich kaum. Also, ich gehe jetzt. Ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Willkommen auf der Insel, würde ich sagen. Ja, Elisa. Elisa, danke für die Hilfe. Palmenstrand. Da ist er doch, Mann. Da ist er. Captain Jack Sparrow. Yeah. Hallo, was du hast deinen Bootsanleger. Und der ist in einem üblichen Zustand. Üblen Zustand. Und du brauchst jemanden, der dir bei der Reparatur hilft? Ja, jawohl. Und weißt, und vielleicht bist du ja der Einzige, der mir helfen kann. Dieser Anleger könnte nützlich sein. Ja, das stimmt. Ich weiß zwar nicht, was ich mit ihm anfangen soll, das aber in der Nähe meiner Grundschule liegt, sollte nützlich sein. Stimmt, das Zweite. Oh ja, natürlich kann ich helfen. Ich baue Boote, repariere aber auch Anleger und Geschützbunker. Hahaha. Ich habe diese Anlegen bei meinen Rundgängen auch gesehen, glaube ich. Das ist gut und könnte noch mehr Touristen anlocken, oder? Nun, ich werde einiges an Material brauchen. Und wenn ich das erledigt habe, werde ich dich vielleicht ein paar Dinge fragen. Was meinst du? Ja, hört sich doch gut an. Wir sind also im Geschäft. Besorge dieses Material und bringe es hierher. Das ist die Liste. Wenn alles da ist, wird es nach einem Tag fertig sein. Cool. Das ist irgendwie blöd gemacht da. 30. 10. Vollbildschirm aus. Wartet mal ganz kurz.
Abbrechen. Das ist irgendwie blöd. Tausendneunhundertzwanzig. Das ist blöd. Okay, dann die Quest können wir aber, glaube ich, auch hier lesen. 30 Holzplatte, 10 Brocken Nägel, 5-mal Klebeband. Okay. Ja, müssen wir halt dann so lesen. Was sollen wir machen? Wir gehen jetzt nochmal hier kurz rein. Können wir hier irgendwas kaputt machen? Können wir hier irgendwas klauen? Auf heimlich. Nein, können wir nicht. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Ich bin euer Jersey und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Mal versuchen wir natürlich die Holzplatte. Jetzt hat sich das. Seht ihr das? Jetzt hat sich das. Ach, keine Ahnung. In der nächsten Part werden wir die 30 Holzplatten machen, die packenden Nägel, Klebeband und das Seil besorgen und wir werden unser Inventar verkaufen. Also die Sachen, die wir so eingepflanzt haben und vielleicht nicht mehr brauchen. Ne? Ah, doch, man kann hier speichern. Also, Freunde, einschalten, ne? Bis dann.